Ich darf seit Dezember die Patin sein von Makan Davari. Makan Davari ist 19 Jahre alt. Makan war im Fitnessstudio, hat auf dem Heimweg vom Fitnessstudio gemerkt, dass mehrere junge Mädchen bedrängen, ist dazwischen gegangen und ist daraufhin inhaftiert worden und ist dann kurz vorm Heiligen Abend zu Tode verurteilt worden und ist immer noch im Gefängnis. Und deswegen ist es das Mindeste, was man tun kann, auch als Abgeordnete, seine Stimme zu nutzen, die Reichweite zu nutzen, darauf aufmerksam zu machen, auf das Schicksal aufmerksam zu machen, eines 19-Jährigen, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, der jetzt wirklich im Gefängnis sitzt aus Willkür, aus Machtmissbrauch. Und da ist es das Mindeste, wenigstens das Wenige, was wir tun können, dann auch als Demokratinnen und Demokraten in diesem Land zu tun.